Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Rust. Beim letzten Mal geradet, dieses Mal geradet, wie auch immer, immer geradet und da vorne kommt schon wieder einer und der möchte uns raiden. Oh. Oh, oh, oh. Da, in der Richtung. Ein Speer. Warum gehst du eigentlich schon wieder unbewaffnet los? Ich will nur Holz holen. Ich möchte diesen Typen... Du Nacktfrosch. Der hat einen Bogen. Und Pfeile. Er hat mich erwischt, aber ich habe ihn irgendwie 5-6 Mal mit meinem Speer, glaube ich, getroffen. Der kann nicht mehr viel haben. Dann hin und ziehen deinen Stein über den Kopf. Gut, dass ich den Schlafsack schon gelegt habe. Ich bin wieder da. Jetzt wird Action gemacht hier. Und der Lina Launebär. Nein, er hat mich erwischt. Tot? Ja. Untalentiert, ne? GCSE. Jürgen! Ah, und ich kann mich nicht teleportieren. Wo ist diese wandelnde kleine Lümmeltüte? Dem hat. Ach, Mann, ich bin schon wieder tot. Irgendwie sterbe ich am meisten. Das ist jetzt gerade echt ärgerlich. Ja. Ihr seht, die Folge geht schon wieder super los. Mit richtig viel Spaß, Anna, Freude. Du Sack. Can someone help me teleport to you? Ich hab ihn erwischt. Echt? Ja, er hat den Codelock dabei. Geil. Nimm alles, was er hat. Ich versuch's gerade. Ich hab aber ein bisschen, ich bin ehrlich gesagt, ein bisschen nervös. Wieso? Weil ich keinen Bock habe, dass mich jetzt hier wieder jemand in der Wildnis überfällt und kalt macht. Ja und? Trotzdem machst du es dann. Wenn ich jetzt sterbe, auch nichts mehr. Das ist richtig, aber dann hat er es nicht. Stimmt, das ist das Wichtigste. So, ich habe jetzt erstmal das Wichtigste gelootet. Frag mich auch, warum wir den nicht früher haben töten können, weil der war echt nicht gut. Der hat die ganze Zeit daneben gezielt. Oh, hier ist einer mit Klamotten. Oh, Codelock. Oh, der hat alles. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich töte ihn nicht. Ich lasse ihn liegen. Umso mehr ärgert er sich. Oh mein Gott, hier ist einer drinne. Wo? Ah, in unserem Gebäude. Der hat auch Building Privilege, glaube ich. Zack, und ist er nackt. Ich hab Pfeil und Bogen. Ja, hab ich auch. Das ist eine Scheißstelle, wo wir gebaut haben. Hier ist einfach viel zu viel los. Und wir können jetzt auch eine neue Stelle suchen, so ist es ja nicht, ne? Ja, aber jetzt habe ich auch irgendwie Blut geleckt und will hier bleiben. Aber wir müssen auf jeden Fall den Schrank nochmal abbauen, ne? Die autorisieren sich ja alle am laufenden Band. Ja, du hast jetzt einen Codelock, passt ja. Ah cool, ich bin wieder an der gleichen Stelle, wo ich vorhin war. Ich mache jetzt einfach einmal testeshalber 5454 ist jetzt ganz kurz einmal der Code. Den ändern wir natürlich, sobald das Video online ist. Ne? Aber für den Moment... Bis dahin ist eh schon wieder Server reset. stimmt wohl. Aber das soll uns jetzt für den Moment erstmal reichen. 5454, kannst du dir merken, ne? Okay, puh. Da war gerade wieder einer. Ich hab sogar eine Hose für dich. Die. So, ich habe hier gerade jemanden getötet. Sogar eine große Chest habe ich gefunden. Ja, hab ich auch, hab ich auch. Stell mal hier eine unter die Treppe, oder? Was hältst du davon? Chest unter der Treppe. Oh, das klingt gut, das klingt gut. So, jetzt ist die Frage, ob ich mich schon wieder zu dir teleportieren kann. Ich guck mal. Minuten und 5 Sekunden muss ich noch warten. 4 Minuten und 5 Sekunden, eine halbe Folge dann vorbei. Ja. Oh, hier ist noch jemand mit Klamotten. Also ich kann dir nochmal Schuhe mitbringen und Hose. Ich weiß jetzt noch ein paar Sachen wieder in den Schrank und dann gehe ich ein paar Leute jagen. Ich habe gerade Spaß daran entwickelt.
Dicht, vorne ist wer? In der Large Wooden Box sind jetzt auch, also sogar noch eine Stone Hatchet habe ich von dem Typen abgekriegt. Hier ist irgendwo einer, der versteckt sich hier zwischen den Bäumen. Bäume und nicht zwischen einem Bein versteckt? Also für Newbies bin ich jetzt auf jeden Fall ein attraktives Ziel, weil so wie du auch gerade reagiert hast, da ist einer mit Klamotten. Weißt du? Mhm. Muss man den Code nur einmal eingeben oder muss ich auch da dran jetzt, nee, Unlock with Code müsste ich machen. Ja. Hab jetzt aber nicht das Ganze gelockt. Genau, und dann öffnet er die Tür automatisch, weil du ja eh dich schon autorisiert hast. Soll ich den Schrank jetzt einmal wieder abbauen und wieder aufbauen? Wenn du es hinkriegst, ja. Ich hatte ja noch, wenn das jetzt keiner rausgenommen hat, doch. Weißt du, was jetzt so als nächstes in Rust fehlt, statt diesen Tonnen, dass die so rumliegen, einfach so ein Bogen liegt rum oder so? Das wäre cool. Das hätte tatsächlich Stil. Klar, die Tonnen können sie trotzdem machen mit Nahrungsmitteln oder so, aber so ein Bogen oder so da rum. Oh, verdammt, hier hat jemand. Oh, scheiße, hier hat jemand eine Mauer gebaut. Kacke. Wahrscheinlich ein Chinese. Also aus Stacheln. Wie kann ich den Schrank abbauen? Muss ich den kaputt hauen, oder? Wahrscheinlich, ja. Hoffen, dass das nicht zu lange dauert. Trollol, MRM killed a horse. And my horse is amazing. Da dachte ich auch gerade dran. Aber ich finde hier auch keine irgendwie Fässer oder so in letzter Zeit, ne? Ich bin jetzt wirklich einer, der viel rumrennt, aber gar kein Fass, kein gar nichts. Also so wirklich... Down, irgendwie... Weiß ja nicht, ob das... Nee, es macht einfach nur meine Werkzeuge kaputt. Er hat auch keine Health-Anzeige, so wie, was weiß ich, Wände und Türen und so ein Scheiß. Mhm. Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit überhaupt schon gibt, die Dinger wieder abzubauen. Egal, ich muss es aber geben, muss es aber geben. So, hier kommt man nicht rein. Also man, wo ich mich manchmal frage, bei Gebäuden, die irgendwie in der ersten oder zweiten Etage dann so eine Wand rausgehauen haben, ja. Da frage ich mich immer, wie ist das möglich? Wahrscheinlich jetzt mittlerweile mit dem Raketenwerfer. Wollte ich gerade sagen. Naja, genau, ich baue mal unsere Leichen ab vielleicht. Ich nochmal sämtliche Fackeln und Steine und so. Hier hat jemand auch einen Mittelfinger gemalt und ein Hello geschrieben. Hello Mittelfinger. Nett. Aber immer noch keine Steine gefunden. Das gibt's doch nicht, dass hier wirklich alle Steine auf diesem Server leer sind, oder was? Abgefahren, ne? Ja. Ich bin einfach so viele Leichen um unser Haus verstreut. Das ist richtig krank. So. Bald kann ich einen TPR wieder machen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ich habe jetzt nicht geguckt, ob mein Schlafsack da noch liegt. Dinger kann man ja auch abbauen, oder? Ja. Aber gut, wir haben ja jetzt Bögen, das heißt, es sollte eigentlich ein leichtes sein, neue Schlafsäcke zu craften. Sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich einen Bogen habe, weil, ne? Sonst wäre ich ja ein leichtes Ziel. Pink 400, Dior, Bende ja, Beden. Ja, Schlafsack ist noch hier. Aber das ist eine gute Idee, da könnte ich glatt mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Tier finde. Aber selbst ein Tier habe ich jetzt noch nicht gefunden. Im Moment ist echt ein bisschen mau, ne? Das ist halt der Nachteil, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man auf so einem Server ist, wo viel gespielt wird. Ja, da kann man aber halt, wie gesagt, auf der anderen Seite, du kannst halt Raving Rampage, ne? Du gehst dann halt den Loot von anderen Leuten holen. Und dann, im Gegensatz zum alten Rust, finde ich, jetzt macht es auch Sinn, Leute zu überfallen. Vorher hattest du einfach so eine hohe... Dichte an Baumaterialien. Du bist quasi nie, hattest nie Leerlauf an Stein oder Eisen oder was auch immer. Mhm. Weil meistens, also bei dem alten Rust, da hat es sich meines Erachtens nach mehr gelohnt, einfach zu farmen. Da ist so ein Schwaden vor mir herlaufen und der hat mich. Moment, da vorne ist einer. Da vorne ist einer. Ist das geil? Den lasse ich mal in Ruhe, weil der hat nämlich eine Knarre.
Das sollte man dann nicht unbedingt rausfordern, wa? Ja, weil jetzt kann ich mich nämlich zu dir porten und das sollte ich auch machen. So. Ich habe eine Axt, ich habe einen Bogen. Was will ich mehr? Weiß nicht. Skill? Das Ganze auch noch vernünftig zu nutzen. Das ist nämlich das, woran es mir auch immer fehlt. Doch, mit dem Bogen kann ich ordentlich umgehen. Ja, willst du meine Pfeile haben? Weil ich kann damit nicht so gut umgehen. Ich bin da eher der Nahkämpfer. Schmeiß dir mal ein paar Pfeile hin, okay? Okay. So. Ich würde sagen, wir sollten uns jetzt erstmal ganz kurz trotzdem unser Haus ein bisschen weiter ausbauen und barrikadieren. Okay. Dass die Leute da nicht immer so schnell reinkommen. Erstmal direkt Holz. Ich würde sagen, wir machen das auch einfach dicht. Wir bauen ein zweites Stockwerk drauf und machen dann erstmal zu. Zur Not müssen wir es halt wieder aufhacken. Aber ich möchte einfach da drinnen sein und nicht Angst haben müssen, dass einer übers Dach reingeschissen kommt. Ja. Oder wir bauen halt oben so einen kleinen Raum mit einer Tür rein, ne? Das wird natürlich auch gehen. 2x2, dann mit einer Tür rein, dass man mit einer Tür in den zweiten Stockwerk halt kann. 5-4, 5-4. Achso, ja, Lock. So, jetzt ist wieder gelockt, oder? Ist auch ja, das neue Design von dem Code Lock. Finde ich auch sehr schön. Da sind noch 4 im Schrank. 4 Code Locks. Ja, ich habe auch noch 5 Stück im Inventar. Läuft bei uns. Vielleicht waren das sogar die vom Airdrop, die wir gerade gekriegt haben, die Leute. Oder kommt da rein? Achso, du bist das. Craften. Du kamst da gerade rein, okay. So. So. Na komm, irgendwie passt es doch. Da ist übrigens eine Hose für dich drin. Ich habe doch eine Hose an. Ich hätte noch ein T-Shirt für dich. Das habe ich auch an. Schuhe? Wir gut ausgestattet. Hast du auch an? Okay. Ja, ich habe doch den Typen erschlagen, der uns getötet hat. Gibt's hier vielleicht zufälligerweise Kids? Das ist deswegen, und wir haben das nicht gerafft? Ja, natürlich eine Möglichkeit, ne? Hast auch so ein grünes Shirt und so, na, weiß ich. Nein, wir sind ja auch ein bisschen doof, ne? Das muss man dazu mal sagen. Gib doch mal einen /Kid. Ah, nee. Jetzt kommt hier das Auto von Knight Rider, weißt du? Ja, da steht irgendwas. Bundle of useful things for starters. Reifen Max. Jetzt so erstmal nicht weitergebracht. Hm. Achso, warte mal. Wenn ich Kit 5 eingebe, wahrscheinlich, hä? Ah, du Fox. Kit minus 5. Kit does not exist. Machen wir Kit Starter. You've redeemed a kid. Yep. Das ist jetzt der Shit drin, den du hattest? Auch Pfeile? Ja. Na gut, dann können wir so uns erstmal ein paar Pfeile. Ich habe jetzt mal aus dem Dach gemacht. Wir schlagen uns hier durch. Echt. Es wäre so einfach gewesen, ne? Aber ist ja auch erst die dritte Folge. Ja, aber man muss auch sagen, in der dritten Folge ist uns auch erst aufgefallen, dass da überhaupt sowas als Möglichkeit besteht, weil wir ja die Leute da entdeckt haben, ne? Also, ja, das stimmt. Ich mach nicht zu viele Fenster, nur so ein paar. Ja. Und hier oben ja auch kein Schutz, den kann man sich halt auch gleich schenken. So. Ja. Upgraded. Like a sir. Stable, oh. Was denn? Verdammt, ich hab's schon befürchtet. Jetzt geht das mit dem Stable los. Ah, shit. Also, Heulen. Ich geh nochmal Holz sammeln, ne, weil das ist gerade bei mir wieder... Warum kann er da keine Säule hinpacken? Jetzt musst du im Stockwerk darunter schon einige gemacht haben. Bei der einen macht das, bei der anderen nicht. Bei dem einen schon Dach drüber? Ja,
Was wird es denn sein? Okay, das ist natürlich dann schade. Ja, muss man halt natürlich vorher echt dran denken. Das habe ich jetzt wirklich gar nicht gemacht. Aber okay, gut. Ein paar Säulen habe ich drunter. Sollte also passen. Ich finde das halt mit diesen Säulen... Ja, es ist richtig, man sollte ein paar... Warum kann ich da jetzt keine hinbauen? Hä? An die Fan der griechischen Architektur. Hm. Komisch. Wenn ich da jetzt eine Wand hinbaue, was passiert dann? Fällt es auseinander. Ach, warte mal, Privileg, kann das sein? Nee. Hast du kein Bauprivileg? Das würde mich aber sehr wundern. Nee, autorisieren, deautorisieren. Ach, clear authorized list. Guck mal, einfach mal geklärt und... Jetzt kommst du zwar nicht mehr, jetzt kannst du zwar nicht mehr bauen, aber... Hey. Kann ich ja wieder autorisieren. Richtig. Du hast schon wieder Holz, ne? Ich bin dabei, Holz zu sammeln, ja. Warum? Nur so. Brauchst du? Ja, aber ich weiß nicht, warum das hier immer zusammenbricht. Schade, dass ich vorhin gestorben bin. Die Jacke hätte ich. Da ist jemand. Vor unserem Haus. Wo? Da rechts, da auf deiner Seite. Hello. Hello, hello. Don't shoot, don't shoot. I. Oh, you fucking blow. Like, are you serious? Why shoot? When I'm not cooking. You fucking blow. Man, versucht er uns gerade abzufacken. Oh, hey, bitch. Hey, bitch. Hey, you better shoot. Warte mal. Oh oh, er hat mich erwischt. Scheiße. Tot? Ja. Da rein. Boah, bist du runtergefallen? Ja. Nee, oder? Ja, deswegen. Meine Leiche liegt draußen vor der Tür. Die Spawnmaschine versucht, die zu mir zu porten. Geht nicht, ich brauch noch zu lange. Hat er dich da gerade eiskalt mit dem Bogen runtergeballert? Ich bin runtergefallen, da hat er mich erwischt. Na, 2 Minuten noch. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber zum Glück hatte ich nicht so viel. Aber jetzt habe ich das Starter-Kit wieder und das passt. Und was hat er da eben erzählt? Keine Ahnung. Irgendwas jedenfalls kam definitiv schon vor namens Bitch. Hey, das ist nett. Aber ich glaube nicht, dass er mich als Bitch bezeichnet hatte. Ich glaube, er meinte dich. Wieso mich? Na, bist du nicht meine Bitch? Sag's. Gut. Ich weiß noch deine Klamotten, die lasse ich da einfach liegen. Warte mal, hier war doch vorhin der eine Typ, oder? Ich glaube, hier war ich vorhin schon mal. Bei dem hatte ich nach Steinen gebettelt. War in der Lage, dein dusseliges Holz zu farmen. Oh, verdammt, ich guck gerade auf die Uhr. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ach, leck mich. Ernst? Ja. Wir hauen hier raus, ne? Ist ja nicht zu fassen. Gut, dann würde ich mal sagen, erste Folge, wo du es nicht nach Hause geschafft hast zum Ende. Nein! Ja, verdammt. Immer was. Ja, wir sind am Ende der Folge, liebe Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Kipster LP und Troplay bei Rust. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.